Grüß Gott und hallo, mein Name ist Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kinder-Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wieder mal zu einem interessanten Thema. Und zwar zeige ich Ihnen zunächst einmal dieses Bild. Es zeigt den Handrücken eines Kleinkindes. Die Mutter hat mir dieses Kind vorgestellt, weil sie wissen wollte, ob es vielleicht Neurodermitis hat. Es war in diesem Zusammenhang interessant zu sehen, dass nur an dieser Stelle dieser Hautausschlag zu sehen war, sonst nirgends. Und es hat auch nicht gejuckt. Das Kind hat es überhaupt nicht gestört. Nur die Mama hatte Sorge. Ich habe nicht lange gebraucht, um zu wissen, was das ist. Ich habe das Kind beobachtet und wenn es dem Kind langweilig war, dann hat es die Hand zum Mund genommen und daran geleckt. Was ist es also? Es ist das Speichelekzem oder das Speichelleckekzem. Es entsteht durch die Einwirkung von Speichel auf der Haut. Speichel ist dafür gemacht, zu verdauen. Es ist ein sehr aggressives Material, sogar für unseren Körper selbst, zumindest für die Stellen, für die der Speichel nicht gemacht ist. Im Mund, auf der Schleimhaut, macht der Speichel gar nichts, da gehört er ja hin. Aber sobald er außerhalb des Mundes sich befindet, wirkt er entsprechend verdauend. Das merken Sie, wenn Sie häufig Ihre Lippen benetzen mit Speichel, die werden trocken und rissig. Bei Kindern kann man das nicht nur am Handrücken sehen, sondern auch dort, wo der Schnuller die Haut berührt. Vor allem, wenn die Kinder nachts sehr intensiv schnullern und etwas speicheln, während dem Zahnen zum Beispiel, dann wachen sie morgens mit einem richtigen roten Hof um den Mund auf. Das ist die Wirkung des Speichels. Was kann man machen, um dieses Ekzem, diesen Hautausschlag zu behandeln? Gar nichts. Sie können dagegen so lange nichts machen, solange dieser Speichel auf diese Haut einwirkt. Das heißt, sobald das Kind damit aufhört, zu lecken oder zu schlecken, in diesem Moment verschwindet dieses Ekzem. Sie können es pflegen mit einer ganz normalen Pflegecreme, Panthenolcreme oder einer einfachen Fettcreme, um es elastisch zu halten, dass es nicht rissig wird und kein störender Juckreiz entsteht. Aber damit verschwindet das Ekzem nicht. Sobald das Kind wieder so macht oder so macht, ist das Ekzem wieder da. Also haben Sie Geduld, haben Sie keine Angst, das ist überhaupt nichts Schlimmes, es passiert auch gar nichts, es bleibt nichts zurück, keine Narben, keine sonstigen Auffälligkeiten auf der Haut. Wenn der Hautausschlag sehr stark ausgeprägt ist, wenn er rissig ist, wenn er sogar zu bluten beginnt, dann kann man natürlich versuchen, diese Hautstelle zu schützen, zum Beispiel durch Handschuhe oder dass man einen zu langen Pullover oder Schlafanzug anzieht, den man über die Hand zieht und vorne zunäht. Man muss allerdings bedenken, dass wenn die Kinder dann den Stoff in den Mund nehmen und der Stoff mit Speichel durchnässt wird, dass dann ebenfalls Feuchtigkeit und speichelige Feuchtigkeit auf die Haut gelangt. Auch könnte man versuchen, ein wasserfestes Pflaster über die Stelle zu kleben und auf diese Weise verhindern, dass erneut Speichel seine verdauende Wirkung auf die Haut auslöst. Das kommt aber Gott sei Dank selten vor und Sie werden einen Weg finden, das zu verhindern. Nur müssen Sie eben zunächst einmal wissen, worum es sich handelt. Und noch etwas zum Schluss. Manchmal entsteht ein Teufelskreis, speziell bei etwas größeren Kindern, wenn sie einmal angefangen haben, mit der Zunge zu lecken. Die Haut dort, wo der Speichel einwirkt, wirkt trocken und führt dazu, dass man es wieder feucht machen möchte, indem man wieder mit der Zunge drüber schlägt. Kurzfristig ist es dann besser, aber eben durch dieses dauernde Speicheleinwirken wird dieses Ekzem immer schlimmer. Bei größeren Kindern kann es sinnvoll sein, eine solche Heftklammer zu benutzen, und zwar sie zwischen die Lippen stecken und dem Kind sagen, halte das. Viele Kinder haben sich das zur Angewohnheit gemacht, zum Beispiel bei den Hausaufgaben oder wenn sie lesen, einfach anzufangen zu schlecken. Und wenn sie in dieser Zeit dann bewusst ein solches Teil, es sollte aus Kunststoff sein, nicht aus Papier oder Pappe, das klebt an die Lippen, aber dieses Teil eignet sich ganz gut.
zwischen die Lippen schieben und auf diese Weise verhindern, dass die Zunge nach außen kommen kann. So gelang es mir schon häufiger, Kinder von diesem Zungenlecken loszubringen. So sehen Flohstiche aus. Typischerweise bilden sie eine Art Straße, wie sie auf dem einen Bild zu sehen ist, oder solche gruppierten roten Flecken mit Bläschen. Nagelfalzentzündungen bei ihrem Kind, aber auch bei sich selbst verhindern, beziehungsweise wie sie sie am besten behandeln können. Warzen bei Kindern. Warzen sehe ich in meiner Sprechstunde häufig, weil sie häufig vorkommen und weil Eltern oft am Anfang nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Oft wissen sie nicht mal, dass es Warzen sind.